Okay, Chat. Lasst uns weiter bonken. Wir haben gestern den Run angefangen, wenn ihr nicht dabei wart. Ich versuche einen Run zu machen, nur damit hier. Mit diesem wundervollen Hammer. Indem ich ihn nur werfe. Ist ein bisschen schwierig, weil er macht nicht so viel Damage. Daneben, scheiße! Endlich! Und es bonkt schön. Und ja, wir haben gestern noch Margit und Godric damit besiegt. Dann bin ich zu Renala gelaufen und habe festgestellt, dass ich echt wenig Damage mache. Deshalb bin ich erstmal zum Atlus-Plateau gelaufen, damit wir heute in die Mine gehen können hierhin. Und ich dort vielleicht noch ein paar Upgrade-Materialien sammeln kann, dass wir die Waffe weiter upgraden können, damit ich dann Renala besser hinbekomme. Ich habe mich auch nochmal umgeschaut wegen Talismännern, wegen den guten Männern, was wir vielleicht uns noch holen. Also das ist klar, den müssen wir... Oh, seht ihr gar nicht, ne? Ich mach so. Den wollte ich ja so oder so holen, weil das Ding verbraucht ja super viel Dingens. Ausdauer, das holen wir uns so oder so, früher oder später. Hab den hier vielleicht überlegt, weil er die Buffs länger hält, aber der kommt erst in Pharomazula. Also können wir den eigentlich schon fast vergessen. Ich weiß nicht, Chat, habt ihr damit mal was versucht zu machen? Ist der stark, der Blue Dancer Talisman? Der bufft dein Damage, je weniger du trägst. Ich weiß nicht, ob er sich so lohnt, weil ich glaube, unser Hammer ist ja schon recht schwer. Ja, 9, es geht eigentlich. Und dann habe ich noch das Schild, was auch 5 wiegt. Schon allein die zusammen wiegen schon so viel, dass der, glaube ich, gar nicht so, sich so krass lohnt, ne? Hat er den kurz mal ausgerüstet, aber schnell wieder weggetan. Müsste man mal probieren. Sind, glaube ich, 11% bei Lightweight. Also bei Fextra ist hier unten irgendeine komische Berechnung, die aber irgendwie gar keinen Sinn ergibt. Weil hier steht, wenn ich ein Equip zum Beispiel bei 16 oder weniger habe, dann habe ich so und so viel Damage Multiplier. Aber... Das ergibt doch gar keinen Sinn, oder? Weil wenn ich jetzt maximale Last von 200 habe, dann wird doch wahrscheinlich auch die Grenze dafür höher sein als fucking 8. Deshalb, I don't know, ob das hier so stimmt. Müsste man mal holen und dann mal einfach damage-wise mal testen. Das ist tatsächlich fix. Oh, also wenn das fix ist, ich bin jetzt schon bei 25 Gewicht. Ab 30 bringt das Ding gar nichts mehr. Das heißt, wir hätten echt... Wir wären irgendwo zwischen 20 und 30. Und das würde wahrscheinlich echt nicht so viel bringen. Das würde wahrscheinlich nicht so viel bringen. Ich meine, ich könnte auch die Klamotten ausziehen. Meine Hose. Aber die Hose wiegt halt auch 5, okay. Dann wären wir bei 20. Ich weiß nicht, ob sich das so lohnt. Dafür jetzt ein Slot zu nehmen. Dann halt noch den hier, hatte ich überlegt. 10% mehr Damage, wenn ich full life bin. Den vielleicht. Nochmal vielleicht das Jellyfish-Schild holen, weil der gibt auch noch irgendwie 12% Damage. Und den Skarabäus vielleicht holen. Ich weiß nicht, ob wir den Dungeon schaffen. Ich könnte jetzt theoretisch dahin laufen. Mal gucken, ob das klappt. Jedes Mal, wenn ich dann einen Boss töte, immer schnell dann umequippen, um 20% mehr Runen zu bekommen von Bossen oder so. Aber ja, lass erstmal in die Mine gehen. Waffe upgraden. Brauche ich die Scherbe von Alexander? Nee, brauche ich nicht. Das ist keine Weapon Art. Der Hammerwurf. Das ist ein Heavy Charged Angriff. Da bringt Alexander gar nichts. Gar nichts bringt er. Deshalb, also Plan ist jetzt Axt-Talisman. Also klar, habe ich schon ausgerüstet. Den Wurf-Talisman habe ich schon ausgerüstet.
Dann den Schildkröten-Talisman als drittes. Und dann beim vierten Talisman, da bin ich mir halt noch nicht sicher. Vielleicht diesen Talisman, dass ich bei Full Life mehr Damage mache. Weiß nicht, ob der so geil ist. Dann muss ich halt immer direkt immer overhealen quasi. Und, Chat, ich hab, getestet, ob man die Asche, die wir gestern überlegt hatten, die Asche von dem Typen zu holen. Der Schrimpverkäufer, seine Asche zu holen. Als Buff. Damit ändert sich leider auch der... Okay. Coole Nachricht, Bro. Damit ändert sich leider auch der R2-Angriff. Braggart's Roar, genau. Damit leider ändert sich auch der R2-Angriff. Was sehr schade ist. Das heißt, wir haben wirklich... Auf dem Hammer keine wirklich sinnvolle Ash of War. Ich habe mir nochmal alle durchgeschaut. Es gibt keine sinnvolle Ash of War. Gibt's einfach nicht. Oh. Der lebt ja noch! Junge, ist das laut. Ich muss leiser machen. Auch bei Rotmähnenasche? Was ist Rotmähnenasche? Ich muss kurz hier rüberschalten, so. Eine Bumerang Ash of War wäre nice, ja halt wirklich. So, was haben wir für Steinchen? Schmiedekunst 5. Okay, wir brauchen, glaube ich, gerade auch 5er, ne? Oder 4er, 5er oder 4er? Das war diese Asche, wo du dieses Feuer vor dir machst. Wir spielen halt nur mit Wurf. Wow. Wir spielen halt nur mit Wurf. Deshalb, ich brauche Aschen, die irgendwie den Wurf verstärken. Aschen, die jetzt irgendeinen super coolen Angriff machen, das ist ja dann nicht der Sinn der Challenge. Weil dann kann ich ja einfach die ganze Zeit diese Asche spammen. Ich dachte aber anfangs, der Wurf wäre die Asche. Nee, nee, das ist keine Asche. Wie gesagt, es gibt von diesen Smith-Script-Weapons gibt es irgendwie 8 Stück oder so. Und alle haben diesen Effekt, dass man sie werfen kann mit der Heavy. Oh mein Gott, wie sehen doch an. Gibt's ein Schild, gibt's Faustwaffen, gibt's ein Speer. Und. Ah! Schneggi! Schneggi, nicht so... Oh, wow. Nicht so laggy. Der Snagger hast du es gezeigt. Ich wusste anfangs gar nicht, dass man die überhaupt werfen kann. Ich hatte mehrere davon gesammelt und habe aber deren R2-Angriff gar nicht getestet. Beim Speer habe ich es halt gecheckt, weil ich habe den Text da gelesen. Ich weiß nicht, ob ich bei den anderen gar nicht gelesen habe oder so und nur auf die Stats geschaut habe. Aber beim Speer habe ich den Text gelesen und dachte mir, oh cool, man kann die werfen. Und erst dann später online dann herausgefunden, dass man alles mit Script-Weapons werfen kann. Die Golem-Fäuste haben mich überrascht. Ja, das ist wild, ne? Dann schießt du die ganze Zeit so. Die ganze Zeit so Steine. Wer hat die Waffe geholt? Wurde mir gedroppt. Von Yami, einem Zuschauer. Damit dieser Run überhaupt möglich ist. Weil Miyazaki wollte uns vom DLC gatekeepen. Er wollte nicht, dass wir coole Runs machen. Oh mein Gott. Junge, wie er fliegt.
Ich habe heute den hier dabei, Chat. Oh, ich bin tot. Womit levelt man die eigentlich? Mit normalen? Ja, mit normalen. Deshalb bin ich hier, um normale Steine zu sammeln. Einfach Miyazaki ficken und den Mock-Cheese lernen, der komplett free ist. Ach so. Dashki wieder mit seinen komischen Cheats und Glitches. Hast du jemals das Spiel eigentlich legit durchgespielt, Dashke? Ohne zu schummeln? Hast du eigentlich den Endboss im DLC auch eigentlich runtergecheast? Immer diese Cheater hier im Chat. Ja, guck mich nicht so an. Oh, die folgen mir alle. Oh, lol, die haben sich gegenseitig gekillt. Stark. Ich bin fast tot, ich bin fast tot, ich bin fast tot. Das waren jetzt 3 Tote, by the way. Ich habe einen Cheese für Gaius gefunden. Dabei war Gaius gar nicht so schwer. Aber ja, viele Leute hatten echt damit Probleme, ne? Mit Gaius. Gaius Schmaius. Wahrscheinlich muss ich hoch, ne? Aber ich brauche Steinchen. Ne, ich muss hier lang. Shit. Moment, ist hier schon der Boss? Da ist schon der Boss! Kann ich nochmal zurückgehen? Scheiße, ich bin drin, Leute. Scheiße, ich bin drin. Falsche Buff-Order. Ich hab den falschen Hammer, by the way. Chat, ich hab den falschen Hammer. Ich hab ihn auf Holy gerade. Ich meine, ist nicht schlecht, aber ja. Die sollten ja keine... Solange die keine Resistenz haben gegenüber Holy... Sollte das kein Problem sein. Also, falschen Hammer meine ich, habe die falsche Infusion drauf. Ja, ich find's super, wie die wegfliegen. Das war auch gestern so geil bei Renala. Junge, die kriegt einmal den Hammer in den Kopf und fliegt direkt weg. Und Last Hit? Wirf nicht, wirf nicht. Ah, er dreht sich. Oh, getroffen. Krieg ich ihn noch? Schade. Der Arme. Na, ah, er dreht sich. Nice. Hä? Ich habe eine Krone. Tatsächlich. Junge, wie geil das in mir steckt. Hä, wie cool. Oh, jetzt weg. So, okay. Was war das für eine Bell-Bearing? Für die Dunkelschmiedesteine. Ja, die brauchen wir nicht. Wo gibt's... ist die Mine hier auch für die anderen Steine, Chat? Oder wo war die Mine für die normalen Steine?
wollte ich gar nicht treffen. Ich wollte den Bro da treffen. Bro! Bro! Oh mein Gott. Unter der Akademie? Ich habe nordöstlich von der Akademie eine Mine gemacht. Da gab es halt die Einser- und Zweiersteine. Die nächsten. Ja, ich bin gerade auf dem Plateau, aber wo waren die? Wo war die? War das da? Nee, da war keine Mine. Wo waren hier in dem Gebiet eine zweite Mine? Gab es eine zweite Mine auf dem Plateau? Oder hat der Magmawurm die gedroppt? Weil das ist ja auch quasi eine Mine. In der Nähe der Map. Okay, wie viel habe ich? 6 Stück. Wie geil das Ding in mir steckt. Okay. So. Wir können theoretisch als vierten Talisman auch den Feuerskorpion holen. Aber ja, ich krieg dann dadurch mehr Damage, ne? Aber ich mache auch dann mehr Damage. Ich bin hier noch gar nicht mit den Vierern fertig. Oh, ich dachte, wir sind schon bei den Fünfern. Ich brauche noch die Vierer. Ich dachte, wir sind schon durch mit den Fünfern. Gestern hier, ne? In der Mine, denke ich. Okay. Laufen wir mal kurz zur Kirche hoch. Hoch. Kurz Voice Crack. Boah, Chat, ich hab mir. Ich bin jetzt mit dem DLC durch und kann jetzt außerhalb des Streams ein anderes Spiel spielen. Ich habe mir jetzt Spielzeit geholt und Dawn Trail, also Final Fantasy 14, das neue DLC. Und gab's hier einen Invade? Nee, ne? Ich habe das irgendwie aus Instinkt direkt gekauft. Direkt auch Spielzeit geholt. Nur um festzustellen, dass ich das gar nicht spielen will. Ich bin gerade. Achso. Ich bin gerade bei One Piece im Kampf gegen. Bei Ruffy gegen Kaido. Digga. Da habe ich gar keine Zeit zu spielen. Ich mach den Stream aus und muss One Piece schauen. Und One Piece schauen neben Final Fantasy 14, das geht gar nicht. Bei Elden Ring geht's, ne? Weil du rennst ja die ganze Zeit eh nur dumm rum oder so, machst ein paar irgendwelche Trash-Mobs oder so. Und dann kannst du nebenbei ganz gut One Piece schauen. Aber bei Final Fantasy geht das ja gar nicht. Jetzt hab ich mir fucking Spielzeit geholt. Und fühle mich die ganze Zeit scheiße, dass ich nicht spiele. Ich habe mich gestern Abend gezwungen zu spielen. Damit ich die Zeit ausnutze. Scheiß MMOs mit ihren Abo-Systemen. Fick Videospiele. Ja, ich weiß gar nicht, was die aktuelle Folge ist. Wie viele Folgen gibt's schon?
Ich habe es am Dawntrail Release-Tag deinstalliert. Stark. Einfach der Hater. 1060? Nein, mehr. 1060 wahrscheinlich eher die Deutschen. Aber die Japanischen sind doch viel weiter. Es windet bei mir und Zeug fliegt durch die Gegend. Das war bei mir gestern. Du bist ja fast aktuell. Wie lange hat das gedauert? Boah, ich habe ja nicht ganz von vorne angefangen, ne? Ich habe letztes Jahr bei Punk Hazard angefangen. Weil das war da, wo ich vor Jahren aufgehört habe. Und dann habe ich von Punk Hazard Punk Hazard und Dressrosa komplett durchgeballert, irgendwie in kurzer Zeit. Und dann, also letztes Jahr, und dann ein halbes Jahr Pause gemacht und dieses Jahr wieder angefangen. Und dann halt jetzt bis Kaido durchgeballert. 1111, okay. Ja, ich bin jetzt irgendwie bei 1036, 38, irgendwie sowas bin ich gerade. Und das ist gerade halt mies spannend. Und ich weiß ja, dass durch Internet und so weiter, weiß ich ja schon seit Monaten, dass da bald ein Awakening kommen wird. Und ich sitze die ganze Zeit davor und denke mir, oh, bestimmt passiert es jetzt. Vielleicht jetzt. Vielleicht jetzt. Ja, Dressrosa, also ich meine, der Kaido-Arc zieht sich auch, also was heißt zieht sich, der ist ja auch extrem lang, ich glaube, das ist bisher der längste Arc in ganz One Piece, ne? Aber ich fand ihn trotzdem die ganze Zeit entertaining, weil der war ja auch in mehrere Teile aufgeteilt und jeder Teil hat, war auf irgendwas anderes fokussiert und so und das war eigentlich recht entertaining. Ich habe gelesen, dass einige auch den Kaido-Arc nicht, also Wano Kuni-Arc nicht so gerne mochten, weil der viel zu lang war und so, aber ich enjoy den eigentlich. Oh, die liegt einfach hier so rum. Ich enjoy das. Der Zeichenstil im Arc ist super geil, ja. Ich finde generell, die haben ja ab Whole Cake Arc, also dem Big Mom Arc, haben die ja so ein bisschen, was Zeichenstil angeht, schon ein bisschen mehr Budget reinfließen lassen und jetzt Wano Kuni sieht richtig nice aus. Jetzt will ich aber wissen, welches Volk Keggy, Yasuo und Deshke in FF14 spielen. Ich bin Lala-Fan. Aber ich war so gut wie alles schon. Ich habe so gut wie alles schon mal gespielt. Immer war wieder gewechselt, aber ja. Lala ist so das, wo ich am längsten geblieben bin. Musst du weiterhin jedes Mal manuell drücken fürs Bonken? Ja, ich drücke jedes Mal manuell. Für jedes Bonken. Die deutschen Manga-Bände gehen übrigens auch schon bis zum Anfang des nächsten Arcs nach Kaido. Ja, lesen will ich die Scheiße eh nicht. Ich hab einige Screenshots mir so angeschaut von dem Manga und der Manga sieht ja fürchterlich aus. Gar keinen Bock, den zu lesen. Ich bin Anime-Stan. Ich schau mir die Scheiße an. Ich weiß nicht, ob dann immer irgendwie die schlechtesten Seiten rausgepickt wurden und das ist eher so selten, dass die so aussehen. Aber halt, das meiste, was ich immer gesehen habe, wenn Leute irgendwie One Piece kritisieren, es sind immer so Screenshots von so Seiten, die sehen dann so aus. Also halt so eine Seite, ne? So, zack. Hier sind so die Panels, ne? Keine Ahnung, hier sind so die Panels, zack. So, das sind die jetzt, sag ich mal, die Panels, ne? Und dann sieht das so aus. Sprechblase, 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 Sprechblase. So sehen die aus. Komplett überladen mit Text. So, keine Ahnung.
Ist ja voll schrecklich. Da brauche ich auch kein Manga lesen. Ja, es ist schon fast wie ein richtiges Buch. Keine Ahnung, da gucke ich mir lieber den Anime an. Wo geht's denn hier weiter, Alter? Irgendwo eine Secret Wand oder so. Hier? Ja, hallo, da sind aber wichtige Informationen dabei. Ja, aber ich will auch visuell etwas erleben. In einem Manga. Dann schaue ich lieber Anime. Guckst du eigentlich Dub oder Sub? Momentan noch Dub. Also ich gucke, soweit es geht, Dub. Und dann, ja, muss ich dann wohl bald umsteigen auf Sub. Dub gibt's ja irgendwie nur... Ah, hier. Gibt's ja nur... 1060 oder so wurde gerade, glaube ich, geschrieben, ne? Das heißt, ja, ich muss bald aber sicher dann wechseln. Das heißt aber, dann ist der ganze Kaido-Arc gar nicht komplett deutsch, ne? Ich muss dann das Finale auf Japanisch schauen, ne? Ich mag es ehrlich gesagt, wenn Mangas viel Text haben, aber kommt vielleicht auch gerade darauf an, was gerade passiert. Bei Kämpfen sind generell oft wenig Sprechblasen. Ja, I don't know, keine Ahnung. Das ist irgendwie... Weiß ich nicht. Das ist weder kein richtiges Buch, aber auch kein richtiger Manga. I don't know. Es kommt ein neuer Berserk-Anime? Also ich finde die deutsche Stimme von Kaido auch nicht schlecht. Kommt das von Fans erstellt? Ah. Ja, das mit Elden Ring habe ich mitbekommen. Das ist ja kein richtiger Anime. Das wird ja, glaube ich, irgendwie so ein Special sein. Aber nicht irgendwie eine ganze Serie, oder? Oh mein Gott, wie viele hier sind. Der lebt ja immer noch! Oh. Die Leute beschweren sich, wenn 5 Seiten kein Text ist, und die Leute beschweren sich, wenn 5 Seiten nur Text ist. Halt dich fest, Sadie. Du hast auf den Seiten einfach von beiden etwas. Das ist crazy, oder? Das ist einfach, wie es halt in einem Manga, in einem Comic ist. Es sind halt Bilder mit Sprechblasen. Und nicht nur Sprechblasen. Junge, wie viele sind denn hier noch von denen? Junge, der knapp hinter mir. Jetzt fall doch runter! Okay. Können wir uns darauf einigen, dass der beste Manga Kingdom Hearts ist? Ist er das? Junge, auch dieses... Die ganzen Anime- und Manga-Fans, das ist auch immer so, gefühlt immer Krieg. Immer gefühlt Krieg. Wenn ich irgendwo so Diskussionen auf irgendwie Social Media mitbekomme oder so, oder irgendwelche Thematiken zu... Es muss nicht mal irgendwie ein Anime oder ein Manga gebasht werden. Du siehst immer darunter Leute, die darüber diskutieren und sich streiten, welcher besser ist, welcher schlechter ist. Junge, das ist so nervig. Das ist so nervig.
Als ob man nicht irgendwie mehrere Sachen mögen darf. Oder gleich gut finden darf. Es muss immer irgendwie bei Anime, Manga muss es immer ein Wettbewerb sein. Immer. Ach du Scheiße, hier unten ist das Ding hier, ne? Scheiße. Ich will hier nicht unten sein. Gibt's hier keine Steine? Es lohnt sich hier nicht mal zu sterben? Da gibt's nur einen weißen. Überfahren. Ich bin Anime- und Manga-Fan. Ne, es geht ja nicht darum, dass Leute sich streiten, was besser ist, der Manga oder der Anime, sondern generell. Wenn dann irgendwie ich irgendwie einen Post sehe zu, keine Ahnung, oh, der Blablabla-Manga ist so cool gezeichnet, guckt euch an, wie schön er ist. Du gehst dann in die Kommentare und alles ist voll damit. Aber der Vagabond-Manga ist viel, viel schöner. Hast du schon mal My Hero Academia gelesen? Der ist richtig, richtig nice gezeichnet. Junge. Haltet doch alle eure Schnauzen. Ja, da unten sind jetzt 14.000 Runen, die will ich eigentlich wieder haben. Weil die 14.000 Runen, die brauchen wir eigentlich gleich zum Upgraden und zum Runen kaufen. Ich muss die eigentlich wiederholen, ne? Wo liegen die? Oh, die liegen genau bei der Maiden. Oh, wieso sterbe ich denn genau da hinten? Oh Mann, guckt euch an, wie sie verteidigt. Ah, ich bin runtergefallen. Ja. Ah! Ja, das waren meine 14.000 Runden, die ich gebraucht habe, um zum Upgraden. Ja gut, dann können wir jetzt durchlaufen, ne? Ich meine, ich muss das Scheißloch hier gar nicht mehr machen, ne? Ja, okay, weil ich habe ja das so ausführlich hier gerade geklärt, weil ich habe gehofft, dass wir hier einige Steine finden, aber hier waren echt wenig Steine und die Bell Bearing, die habe ich ja theoretisch schon gefunden, also können wir eigentlich abhauen, aber jetzt, wo ich die Runen verloren habe, müssen wir theoretisch einmal den Boss versuchen, damit ich wieder neue Runen bekomme, die ich gleich benutzen kann. Okay, kein Damage. Ja. Ich weiß nicht, was hier für ein Boss ist. Ich glaube nicht die Stern... Also solange es keine Sternfallbestie ist, alles okay. Glaube ich. Hier könnte, glaube ich, dieser große Mann sein. Also am schlimmsten finde ich die Naruto-Fans. Die glauben auch, dass der einzige Anime-Manga ist, der existiert. Und alle anderen sind nur billige Kopien. Also Dragon Ball-Fans... Ich meine, Dragon Ball ist auch nice, ne? Peak, aber das sehe ich auch immer von Dragon Ball-Fans, die dann jedem erklären wollen, was für ein Meisterwerk Akira Toriyama gemacht hat. Und jeder, der dann sagt, aber das und das ist besser, dann kommen die mal an. Aber jeder große Mangaka hat gesagt, Akira Toriyama ist unser Vorbild. Immer dieselbe Diskussion. Jedes Mal. Gear 2 ist übrigens Nukajoken-Rip-Off. Damit kacke. Ja.
Und dann kommen die anderen und sagen, aber Son Goku schreit nur immer rum und wird stärker. jede Staffel bei Dragon Ball fängt damit an, dass Böser kommt und am Ende der Staffel ist der Böse besiegt. Wow, cool. Hast so gut wie jede Story, die jemals geschrieben wurde, kurz auf einen Satz zusammengefasst. Crazy, oder? Aber das ist nur bei Dragon Ball so schlimm. Bei anderen ist es okay. Ich liebe Dragon Ball so sehr, aber sie sind so toxisch, hasse es. Ich meine, Dragon Ball ist auch recht nice, gezeichnet und so. Und es ist schon alles sehr cool. Und auch wenn die Story von Dragon Ball jetzt nicht so deep ist und so, aber für das, was es ist, ist ja trotzdem nice. Man muss ja nicht immer super deepe Stories erzählen mit krassem Worldbuilding. Du kannst ja trotzdem eine simple Story erzählen, die trotzdem entertaining ist. Es geht ja nicht darum, ob sie deep ist, sondern wie sie halt geschrieben ist. Du kannst halt eine deepe Story schreiben. Du kannst eine deepe Story haben, aber dein Writing ist halt komplett Arsch. Du kannst aber auch eine simple Story haben und dein Writing ist Arsch. So, am Ende zählt ja nur das Writing, ob du, wie gut du das rüberbringst. Ne? Dragon Ball ist halt Kindheit. Dragon Ball ist auch heute noch geil. Sagst du, es ist die Folgen, in der ausschließlich schreit, waren die für mich am meisten gehypt habe als Kind. Ja, die waren schon nice. Aber du hast einen Manga wie Blam. Peak ohne Wörter. Ein paar Wörter gibt's da. Ein paar. Ich habe immer noch meinen Hammer nicht gewechselt. Scheiße. Okay. Ich bin immer noch auf Holy. Okay, wer ist hier? Ja, das ist der Typ, den ich dachte. Wow, der dodged! Das ist ja unfair! Er singt seine Fresse. Nein. Oh. Boah, sieht das nice aus. Es bonkt richtig nice in sein Gesicht rein. Yo! Geduckt! Der Spin war so, so nice. Wow, er macht das auch! Er kann auch einfach drunter dodgen. Ey! Geht das nicht! Ich finde super, wie sie den Boss in der Arena gepackt haben, wo sein Angriff die meiste Zeit in den Boden geht, wenn er in der Mitte steht. Nein. Zu dodgen! Das geht nicht! Ach du Scheiße, mach den wieder.
Was? Hey, wie viele Runen gibt's? 16.000, okay. Damit können wir doch was anfangen. Ja, yeah, Falling Pipes habe ich jetzt auch mit reingenommen. So, dann schauen wir mal, wie weit wir die Waffe hochbringen. Und dann, I guess, Brinala, oder? Wann greift der Typ eigentlich an, Chat? Das war Girahim aus Skyward Sword, ja. Der wollte mir auch seine Zunge in mein Ohr stecken. Jetzt? Nee, das steht da noch. Wenn man die Albinoric Sidequest macht. Oh, okay. So, wir brauchen Vierer. Nice. Ja, die Runen reichen leider nicht. Das sind genau die 14k, die mir gefehlt haben jetzt, Chat. Die ich verloren habe. Verdammt. Habe ich noch irgendwelche Cashback? Ja, ich habe noch einige Cashbacks. Ich habe genug Payback-Punkte gesammelt. Ein Fünfer, no way! Weiß jemand noch irgendwo, wo ein einzelner Fünfer rumliegt? Ein Fünfer fehlt mir! Du bist wahrscheinlich auch so jemand, der sich eine Payback-Karte besorgt. Nee, ich habe keine, aber das klingt so negativ. Ist das schlimm, Payback zu benutzen? Im DLC liegen Hunderte. Stark. Bei mir im Kühlschrank müsste noch eine rumliegen. Ja, ist, glaube ich, zu weit weg jetzt. Alter, danke. Kann ich damit jetzt meine Waffe upgraden? Boah, jetzt fängt an zu regnen. Ich muss kurz Balkon zumachen. Chat, sind auf dem Weg zum Magma-Wurm nach oben. Fünfersteine, nee, ne? Der Fallen Beast im Atlas-Plateau droppt eine. Ah, nee, lass mal lieber. Wenn dir deine Daten egal sind, ist es nicht schlimm. Ja, ich bin im Internet, meine Daten sind alle bei den Chinesen. Ob sie noch Rewe noch hatte oder nicht, keine Ahnung. Ich bin eh verloren. Ich hab TikTok. Meine Seele gehört Tina. Verliegt deiner in Caelid? Vielleicht. Ja, ich google mal kurz. Ich bin die ganz schlimme Sorte. Hier. Raya Lucaria Chat. Nokron, Nokron. Nokron, Siofra. Mount Gelmir. Can be found from Seafwater River, Site of Grace, near. Found in a corpse.
In the Caves. Achso, Moment. Castle Sol. Lionel. Altus Plateau. Und es ist Drop bei die vier. Shaded Castle. Vielleicht zum Shaded Castle laufen? Oder wir gehen halt kurz Loretta knallen. Knallen, Digga. Hier. Iron Ball Trap. Was ist eine Iron Ball Trap? Ach so. Moment, ich bin gerade wo ganz anders. Ich bin gerade bei Raya Lucaria, bin ich gerade bei Loretta und Rani. Aber das ist ja einfach die Main. Das ist ja einfach die Main-Dingens. Die Main-Akademie. Lost. Ja, yeah, am Ende der Treppe von der Kugel. Nee. Forum der Debatte war das, glaube ich, ne? Machst du irgendwann TTT? Nö. Meine Waffe ist immer noch auf Holy. Jeder Souls Run, nachdem man erst nach dem ersten Run muss gegoogelt werden. Ja, Digga, als ob du dir alles merken kannst. Natürlich. Danach wird nur gegoogelt. Machen wir plus jetzt 16 oder so und dann Abfahrt. Ich glaube, ich bin diese Treppe nie nach unten gelaufen. Jetzt weißt du, was unten ist? Wenn du mal einen Fünferstein suchst, jetzt weißt du Bescheid. So! Okay. Hat Renala eine Dingensschwäche? Okay, dann müssen wir die Waffe nicht wechseln. Ich wollte nur schauen, ob sie eine Holy Resistance hat. Dann ist scheißegal. Dann können wir bei Holy bleiben. Brauchen kein Feuer. Hey, Onosila, was geht ab? Das Schlimmste ist, dass man letztlich immer bei Faxtra oder IGN landet. So ist das, ne? Da kommt man nicht drum herum. Kannst ja wirklich schnell mit deiner Tastatur schreiben. Bin krass. Das ist jahrelange PC-Erfahrung. Bin PC-affin. Jedes Mal, wenn ich Faxtra Live was nachgeschaut habe bezüglich Souls Games, war es falsch. Also, so schlimm ist es bei mir nicht. Aber ja, hier und da. Also, so simple Sachen wie zum Beispiel, wo liegt etwas oder so. Das geht ja meistens klar. Aber wenn es sobald irgendwie um irgendwelche deeperen Sachen geht, irgendwelche Stats oder so, dann ist es immer ein bisschen schwierig, aber so, ja. Zum Beispiel wie hier, ich will einen Fünferstein. Da findet man dann easy irgendwas. Ja, NPC-Questlines sind komplett Katastrophe, Junge. Damals zu Release. Das war schrecklich. Aber gut, zu Release, ne? Da wussten die das selber ja noch nicht. Die haben versucht, das irgendwie zusammenzutragen, ne? Dann natürlich, da waren nur super viele Fehler. Das ist heute auch noch schlecht, okay. Die Ritter bei St. Rina zum Beispiel macht laut Faxtra Feuer-Damage, aber man bekommt Frost-Damage. Stark!
Okay, Chat. Erste Phase. Erste Phase. Nicht buffen, denke ich, ne? Nur zweite Phase buffen. Erste Phase nur mit Sprintangriffen machen. Und wenn sie auf dem Boden liegt, kann ich halt höchstens zwei Würfe machen. Ich wollte versuchen, mal jetzt auch einen Sprintangriff vor den zwei Würfen zu machen. Tibi ist da perfekt. Nein! Ich wollte früh machen, dass ich vielleicht noch einen mehr reinbekomme. Oh! Junge. Knappi, das kleine Krokodil, Digga. Wie viel Damage die Kronleuchter machen. Bei Miyazaki. Oder was ihr da singt, Alter. Die ist wieder da hinten. Ah, so weit weg, ey, das ist scheiße. Ich muss nochmal. Auch wenn die Waffe jetzt geupgradet ist, ich schaff trotzdem nicht, sie in drei Phasen zu machen. Ich muss trotzdem viermal machen. Kann ich sie einfach so bewerfen, Alter? Schade. Der Hammer durchbricht einfach die Aura. Wo ist die Alte? Vielleicht kommt der Luftschlag. Bonkst ja gar nicht. Ja, bei manchen Kämpfen ist das ein bisschen schwierig. Ich muss halt immer dann dabei eine Hand vom Gamepad runterlassen. Oh, die Kronleuchter! Ich muss halt immer eine. Ich muss irgendwie so hinlegen. Vielleicht irgendwie so. Ich muss halt immer dann eine Hand loslassen. Das ist schwierig. Lass mal einen Rune-Arc benutzen. Sleep Tight. Na, 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 na. Ja, Kronleuchter einfach OP. Ja, ich habe einen Rune-Arc benutzt, Chat. Sleep Tight. Nee, nee. Schade. Ja, dann machen wir ohne Runenarg. Ja, ein bisschen verkalkuliert, okay? Ich habe den Wind nicht mit einberechnet.
Choblodu, Dankeschön für 9 Monate. Oder wir gehen zu Radahn, Leute. Wobei, geht jetzt schon Radahn? Radahn-Festival geht erst los, wenn man 2 Runen hat, oder? Oder wenn man schon eine hat. Weiß ich gar nicht. Miyazaki. Irgendwas mit Miyazaki singen die immer. Ich glaube, die beten unseren Gott Miyazaki an. War der Hammerflug durch? Okay, wenn man nicht anvisiert, dann trifft man auch nicht. Auch wenn man in ihr drin steht. Das war dumm. Catch hat jetzt hier. Da habt ihr euren Bonk. Ja, ich kann nicht während dem Kampf bonken. Das geht nicht. Das geht einfach nicht in dem Kampf. Muss einer von euch übernehmen. Kann jemand irgendwie meinen PC steuern? Ja, aber ist dann delayed, ne? Fuck. Ha! Oh. Sowas wäre meine Traumberufung. Buch! 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 Buchstrahl! Double Hit. Junge.
Ah! Gleich regnen wieder Kronleuchter. Ich muss full life sein für die Kronleuchter. Wo ist die letzte? Ich höre sie nicht mal. Hier. Oh, das wird nix. Game crashed? Nein, was mache ich? Oh, das waren noch. Ich dachte, sie hat es nicht mehr geschafft zu casten. Der Greed. Ja, ich hab versucht, sie vielleicht zu stun-chainen. Dass die halt immer wieder sich wieder hinlegt. Aber man verbraucht halt so viel Ausdauer. Machbar. Ja, es müssen noch die Beschwörungen kommen. Wenn die Beschwörungen kommen, dann komplette Katastrophe. Ich hasse diesen Kampf, ne? So ein fürchterlicher Kampf. Also zweite Phase geht voll klar. Ich hasse halt diese erste Phase, ne? Die dauert so lange und ist so langweilig. Wann Tiefkühl-Tier-Pizza? Tiefkühl-Pizza-Tierlist. Mach mir bald. Ich hab den Boss gar nicht so schlimm in Erinnerung. Hast du den auch nur mit Wurfhammer gemacht? Sprinte doch. Ich versuche noch irgendwie einen Sprintangriff reinzukriegen, ne? Aber wenn man halt auf null Ausdauer droppt, ne? Dann nimmt man das halt schon echt lange. Echt lange. Ich hab nur zwei? Ich dachte, die fällt jetzt. Huchi. Dachte, ich bin schon bei drei.
Okay, ich krieg vielleicht doch drei. Denn ich muss vielleicht ein bisschen weiter weg nur. Boah, das ging voll in den Nacken rein. Warum rennen da Geister rum? Weil das ein Gespensterschloss ist. Links irgendwo dahin. Jo, wie schnell! Die castet! Ah, was?! Sie haben mein Arschloch getroffen noch! Lass Radar anmachen, Chat. Lass Radar anmachen. Der Kampf macht wenigstens ein bisschen Spaß. Und dann Mokka und rein ins DLC. Let's go. Zweihand-Talisman. Ich glaube, spätestens nach dem Stream heute fühlt sich Elden Ring ohne Bonk-Sound einfach falsch an. The stars have aligned! Welcome to the Stars Radar Festival oder so. Ich weiß nicht, ob Mock mit dem Hammer schwierig wird. Ich meine, Mock ist doch kein Charakter, der super weit springt oder schnell rennt, oder? Der hat super weite, also sein Stab ist halt sehr lang. Aber springt er viel? Rennt er viel? Man kann auch schön auf Abstand immer gehen und dann werfen, oder? Geht das nicht so, Chat? Ah, doch, okay. Der Ausdauer ist echt schwierig. Ah, zu früh gedodged.
War die ganze Zeit am Pennen. Gibt's irgendwas Neues? Dicker, du hast doch vor 10, 20 Minuten noch geschrieben. Bist du besoffen? Ja, ich weiß nicht, Chat. Ja, ich weiß nicht, Chat. Nicht aufgeben. Ja, ich gebe nicht auf, aber ich kann mich gerade nicht entscheiden, welchen von den beiden Bossen ich eher machen will. Bei welchem ich mehr leiden möchte jetzt. Beide ignorieren und Rykard machen. Ja, das Problem mit Rykard ist halt, was ist eigentlich das Problem mit Rykard? Lass doch Rykard machen. Ich habe auch viel zu wenig Vigor für den Bosskampf, oder? Also wenn ich nicht full life bin, dann bin ich halt tot. Er macht halt, wenn er mich trifft, bin ich fast One-Hit. Und wenn ich mich heile, heile ich mich halt nicht voll. Sondern heile mich dann so viel, dass er mich trotzdem noch mit dem nächsten Hit töten würde. Das heißt, jedes Mal, wenn ich getroffen werde, muss ich zwei Heilungen benutzen. Da war Rinala eigentlich gar nicht so schlimm, ne? Ist halt nur unspaßiger, der Kampf. Oh, stark. Und Noirz, Dankeschön für 5 Monate. Oder ich benutze einen Rune Arc und dann muss ich ihn wirklich besiegen mit dem Rune Arc. Ja, mein Damage ist nicht das Problem. Ich mache okay Damage. Es ist nicht natürlich nicht viel, aber es ist jetzt auch nicht super wenig. Das ist okay. Das ist okay. Das Problem ist halt nur die lange Charge-Zeit von meinem Hammer.
Und dass sie halt so viel Ausdauer frisst. Das ist halt so gerade das Main-Problem. Wieso steige ich so früh schon auf? Ich muss eine zweite Heilung benutzen, ne? Boah, fühlt sich das dreckig an. Wieso ist deine KI nicht kaputt? Wieso ist deine KI wieder repariert? Scheiße. Oh, stimmt. Moment, ich habe die Resistance ganz vergessen. Du hast recht. Ich habe die Resistance ganz vergessen. Ja. Oh Mann. Wie gehen wir jetzt zurück? Sollte die KI kaputt sein? Ja, wenn du am Anfang nach hinten rennst, dann dreht die KI von Radahn durch und er schießt keine Pfeile mehr auf dich, sondern schießt irgendwie 2-3 Mal irgendwie komplett zur Seite und rennt dann direkt auf dich zu. Deshalb, gerade hat es halt nicht funktioniert. Die Male davor hat es funktioniert, aber jetzt gerade irgendwie nicht. So, und zwar müssen wir jetzt wieder wechseln auf Flamme. Und das Doofe ist jetzt natürlich, wenn wir auf Flamme wechseln. Ich vergesse auch die ganze Zeit, mein Schild auszurüsten, Chat. Oh mein Gott, jetzt machen wir ihn. Easy. Jetzt müssen wir halt immer Waffen wechseln für Golden Wow. Wow! To the Wow! Und wenn du die KI breaken willst, am besten in der Sekunde, wo der Kampf startet, nach unten reiten. Nach 3 Torrent Sprint ist der entladen. Ja, ich achte immer nur drauf, dass er halt im Hintergrund sein Sprite, dass er einfach unsichtbar wird. Und das ist für mich dann immer das Signal, hey, renn wieder zu ihm. Und Goxignator, Dankeschön für 15 Monate und hi. Die haben mich ausgesperrt. Chat, die haben mich ausgesperrt. Ich darf nicht mehr beim Festival mitmachen. Muss ich jetzt nochmal neu reden? Ich muss nochmal neu reden. Ich habe kein Partyhütchen an. Nee. Are you good at festival? Der kann in der zweiten Phase ins Wasser fliegen? Das geht? Hier kommen die Cheats. Ich hole mir schnell was zu trinken. Hey, viele, was geht ab? Cheats dachte, das muss so gemacht werden. Nee, du musst ihn nicht ins Wasser werfen. Alles verschüttet. Du musst kämpfen! Wie ein richtiger Mann! Ohne Beschwörungen und so. Und mit Tanzmatte. Genau. Okay, ich mache jetzt mal, wie Deschke gesagt hat, 3 Mal. 1, 2, 3. Die Kamera hat sich mitgedreht irgendwie. Okay, ich mag Deschke Strat nicht.
Diggi heißt das Spiel. Diggi, was ist los mit dir? Dieser Ragebait. Hey, wieso ist er nicht abgestiegen? Okay, ich krieg den Anfang gar nicht mehr hin. Zu früh! Pferd getroffen. Der Delay. One hit. Tierquäler. Ich habe es gerade ausprobiert. Die Crackblade Ash of War, von der ich gestern gesprochen habe, geht nicht auf dem Wurfhammer. Die meisten Ash of Wars, die für Hammer funktionieren, gehen auf dem Wurfhammer nicht. Ich weiß nicht wieso. Okay, ich sollte wirklich erst aufsteigen, wenn er schießt. Treffer auf das Pferd. Keine Ausdauer. Okay, das Rausziehen macht auch Damage, hätte ich mir auch denken können. Eiko, Kuro, Seeorg, was geht ab? Ja, Chat, vielleicht doch Renana? Wieder zurück? Renana. Und dann kriege ich auch ein neues Talisman-Pouch. Kann dann vielleicht irgendwie zwei Level in... Funktioniert nicht mehr. Zwei zwei Level in Vigore machen. Bin für Renala. Ja, Renala sehen die Chancen besser aus, aber ich sag's wie es ist. Das hier macht gerade mehr Spaß. Dumm.
Was ist bitte eine Sternengeißel? Eine Geißel, die von Sternen gegeißelt ist. Also, I guess. Der Name verrät's noch, I guess, oder? Wir gehen zurück. Alle paar Tries Boss wechseln. Du schaffst es. Ja, wir machen jetzt mit Rune. Das klappt jetzt mit Rune. Easy. Vielleicht muss ich auch in der zweiten Phase lieber an sie ranlaufen und dann den Spin machen. Nicht nur mehr Damage, sondern dann macht sie vielleicht weniger nervigen Hokuspokus. Warte, wirft sie einen dummen Stab. Vielleicht wären Flask-Upgrades auch hilfreich, damit du nicht mit immer einen vollheilst. Ja, ich weiß nicht, wie viel wir... Also wir haben noch ein paar Kirchen, die wir ablaufen könnten für Sacred Tears, ja. Das stimmt wohl. Aber eigentlich habe ich keinen Bock rumzureiten. Ich will kämpfen! Ich will töten! Ich habe sie gerade noch singen gehört. Vielleicht habe ich sie auch nicht gehört. Vielleicht höre ich das die ganze Zeit, weil es in mein Gehirn eingebrannt ist. Und jetzt, Chat. Wieso sind jetzt alle auf einmal? Hä? Was macht die? Hab ich's verkackt? Hä? Hä? Wieso lag die, Chat? Hä? 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 Wieso lag die?
nochmal! Ich dachte, die Dinger fliegen jetzt an mir vorbei, drehen sich und kommen dann zurück. Sodass ich halt noch einmal einen Spin-Angriff machen kann. Und dann dodge. Aber die fliegen direkt nach unten, in mich rein. Der Kronleuchter kann theoretisch die töten, die kleinen Mädchen? Weil das ich habe zwei getroffen. Also ich habe zwei von den Girls getötet. Und dann haben die plötzlich alle angefangen zu singen. Ich war verwirrt, wo die dritte ist. Dreh mich um und sehe Renala wieder hochfliegen. Das war ja wild. Ja, war ein guter Versuch. War bisher der beste. Scheiße. Gibt es irgendwas bei den Parfümfläschchen, was wir holen könnten? Was das einfacher machen könnte, ich glaube nicht. Es gibt einen, der mit dem ich mehr Damage mache, aber dann kriege ich auch mehr Damage, ne? Der wäre, glaube ich, auch nicht so nice. Hallo! Wird Melania von dem Hammer eigentlich umgeworfen? Gut möglich, gut möglich. Also wir können auch Draconic Tree Sentinel machen. Sollen wir Rykard probieren? Für Abwechslung. Hör auf zu lachen, rein da. Ja, ich weiß nicht. Ja, Godskin, Schmopskin. Kein Problem. Der wirft da seine Feuerbällchen. Ich werf meinen Hammer. Klappt schon. Das ist eine alleinerziehende Mutter mit querschnittsgelähmten Kindern. Mach sie jetzt fertig. Okay, das motiviert mich. Let's go. Das ist der Uhren! Das ist ein kleines Mädchen. War sie?
gilt nicht. Nein! Er hat irgendwas hinter ihr anvisiert. Scheiße! Ich kann nicht sprinten. Okay. Sie macht den schlimmsten von allen. Ich bin zu weit weg. Eigentlich ist der Golem der Schlimmste, oder? Obwohl, der ist, glaube ich, schrecklicher. Ja, jetzt macht er das hier. Der Sprung. Ist das der Sprung? Das ist der Sprung. Fuck. Scheiße, 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 ich hab keine Ausdauer, ich hab keine Ausdauer! Ich bin nass. Ja, die fucking Summons sind echt schrecklich. Wenn du die Beast Torch, welche du in Caelid kaufen kannst, in die zweite Hand nimmst, greifen dich ihre beschwörenden Wölfe nicht an und du kriegst einen gratis Angriff. Und was mit den anderen Gegnern? Die eigentlich schlimm sind? Kommen die dann auch nicht mehr? Ja, die muss deutschen, ja. Da sind halt die eigentlich das Problem sind. Die Wölfe sind das kleinste Problem gerade. Die kamen ja nicht mal gerade. Wenn du in sie reinrollst und dann ins gehst du vielleicht vielen Zaubern und sie springt immer weg. Ja, das Problem ist halt, meine Ausdauer. Das ist halt ein riesiges Problem. Ich kann halt nicht so viel rumrennen. Sobald ich halt auf sie zusprinte und dann halt werfe oder so, dann bin ich meistens schon
mit meiner Ausdauer auf 0. Und dann kann ich halt für eine kurze Zeit nicht mehr dodgen. Und nicht mehr sprinten. Und dann werden mich die Zauber wieder treffen. Hast du Videospiele? Nee, ich habe den Ausdauer-Talisman nicht drin. Der hat einfach etwas anvisiert, was hinter ihm steht! Das ist doch nicht dein Ernst! Boss liegt vor mir auf dem Boden! Er macht einen 180 und visiert etwas hinter mir an! Okay, da sind gerade welche an Kronleuchtern gestorben. Danke, Miyazaki. Bin tot. Ich lebe. Zu nah? Boba. Hobba, hobba. Hobba. Bin ich im Menü? Wieso war ich im Menü? Morbe Maria. Zu weit weg, oder? Der Laser ist wirklich das Beste, was sie machen kann, ne? Wenn sie Laser macht, ist das mein Moment zum Angreifen. Ausdauer mehr, lol. Das kann doch nicht sein. Zu gierig, zu gierig, zu gierig, Chat, zu gierig, zu gierig, zu gierig. Zu weit? Oh!
Okay, was kommt? Bluthund. Falscher Move. Falscher Move. Ich glaube, ich bin noch nie so weit vor Renala weggelaufen. Keine Ausdauer, keine Ausdauer, keine Ausdauer. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Das ist nicht so gut. Ich habe nicht eingeschätzt, dass sie so lange in der Luft sein wird. Ey, dass die weg nicht mehr anvisiert wird, das ist das Schlimmste, ne? Sobald die beschwört, dann kannst du die nicht mehr kurz nicht mehr anvisieren. Ich hab ihn gestaggert? Hab ich ihn gerade gestaggert? Headshot oder vielleicht, ne? Ich glaube, so Trolle sind, glaube ich, sehr anfällig für Headshots, ne? Zu weit weg, oder? Alles oder nichts! Kein Bonk. Ja, es geht nicht! Ich kann nicht das Gamepad loslassen bei so einem wichtigen Moment. Easy first try. Ja, wir können uns jetzt einen dritten Talisman holen. Und dann haben wir Radahn! LOL! Das waren drei Level. Where did he flee, my sweetings? Where did it flee, my sweetlings? Oh man. Ja, wenigstens doch noch etwas geschafft heute, ne? Den Talisman, den Talisman. Ne, ich hab glaube ich. Geholt habe ich den, glaube ich, schon, oder? Ich muss nur einen Pouch noch holen. Du musst den Bonk auf R1 legen. Brauchst die Taste eh nicht. Ja, ich bin auf PlayStation, da kann ich das nicht machen. Renala Seele können wir noch snacken? Habe ich den schon, den Talisman? Ne, habe ich noch nicht geholt. Okay. Sweet! Hi!
Asche anpassen. Ich glaube, der Untote da hinten, der ist bestimmt schwach gegen meine pure Liebe. Ja, halt wirklich. Renata sollte mal bei Frauentausch mitmachen. Mit Marika tauschen. Dröhnt! Kann nicht Radahn auch so viel Damage nehmen, wie sie genommen hat? Kann das nicht so einfach sein? Ach ja, stimmt. Deshalb habe ich das nicht geholt. True. Dann brauchst du ein Fußpedal. Ja, Fußpedal ist halt arschteuer. Ich hatte auch schon überlegt. Ich habe noch so ein kleines MIDI-Klavier-Ding. Dass ich das unter den Tisch lege und dann mit meinem dicken Zeh da drauf drücke. So. Dann holen wir uns Talisman-Pouch. Holy. Fine. You have it now. To become the thing as. Können theoretisch noch Seelen duplizieren bei den Mausoleums. So, jetzt haben wir ein bisschen mehr Ausdauergeneration. Mehr Seelen bei den Dingens holen. Bei den Mausoleums. Dort die irgendwie verdoppeln. Oder wir können was Chilliges machen, Chat. Wie wär's mit Loretta? Mit mal Loretta weghämmern. Piano-Pedals haben in der Regel Klinke-Anschluss, kein USB. Ja, ich weiß doch, wovon ich rede. Kennst du mein Gerät? Ich habe das noch früher benutzt, bevor ich ein Stream Deck hatte. Ich darf jetzt nicht sterben, ne? Ich habe eine Rune aktiviert. Was ist mit deinem Gesicht los? Was ist mit meinem Gesicht los? Sehe ich heute anders aus? Besonders hübsch. Ach so. Der Plural von Mausoleum ist Mausoleen. Der Plural von halt die Fresse ist halt die Fräsen. So. Mauselussi ist stark. Mehrzahl von allem ist immer einfach nur ein Ussi hinten dran. Und hey Schneefuchschen. Ja, kann ich irgendwas noch machen, um mein Damage zu verbessern? Ich glaube momentan nicht, ne? Außer leveln halt, ne?
Boah, Feuerriese wird so scheiße, ne? Wir können halt theoretisch Bosse klatschen, die gut Runen geben. Der Siofra-Elch, der wird mir bestimmt doch ein Level geben. Also die Runen, die ich bekomme durch den Kill plus... Ah ne, Remembrance bekomme ich nicht, ne? Remembrance bekomme ich nur von dem anderen Elch. Hm. Der Godskin-Wichser, der gibt bestimmt viel, oder? Ah, by the way. Ich hab's vergessen. Ich wollte noch den goldenen Skarabäus holen. Für mehr Runen. Den hätte ich eigentlich noch vor Renala holen sollen. Scheiße. Damit ich dann immer bei einem Bosskill den ausrüste. Und wir gehen einmal noch kurz hier zurück in die Kirche. Da habe ich, glaube ich, keinen Sacred Tea abgeholt. Das holen wir auch noch. Man fliegt dann komplett aus dem Spiel raus. Ich dachte, okay. Wenn halt Verbindung weg, dann geht man halt einfach offline. Aber das ganze Spiel geht einfach raus. PlayStation startet gleich neu. Was passiert? Mein PC ist gefährdet. Ich werde gerade. Der wird gerade beschädigt durch eine Cyberattacke. Aber es kam keine Meldung bezüglich Kindersicherung. Diesmal. Nee, mein PS Plus müsste sich automatisch verlängern. Vielleicht wurde mein PayPal gehackt. Und kann nicht mehr verlängert werden. Hab mich auf den Stream gefreut, aber bin erst jetzt aufgewacht. Ja, hast noch ein bisschen was. Ich bin noch ein paar Stunden hier. Hier gibt's gar keine Sacred Tier? Wird bei dir aber auch alles gehackt, halt wirklich. Die wollen überall die ganze Zeit meine Daten, die Schweine. Bubaba bibabu bibabi bibubaba bubaba bibu bubabu bibaba bubabi bibubu. Der Baum war schrecklich, ne? Oder der Baum. Einer von den beiden Bäumen gibt auch eine Dingens. Etwas für die Flask, was nett ist. Feuer-Upgrade. Mehr Feuer-Damage. Einer von den beiden, aber die beiden Bäume sind, glaube ich, komplett Katastrophe. Man will gegen gar keinen von den beiden kämpfen, oder? Das sind diese Scarlet Rot Bäume. Aber ja, bevor ich die mache, holen wir uns kurz den Skarabäus Talisman.
Mein Instagram ist voller nackten, twerkenden Asses. Aber irgendwie kein Bock, Account zu löschen. Wo ist das Problem? Mit nackten, twerkenden Asses? Ja, ja, irgendwie kein Bock zu löschen. Hm. Gibt's, ich weiß nicht, bei TikTok gibt's sowas, dass du deine Recommendations resetten kannst. Vielleicht gibt's sowas bei Instagram auch. Ansonsten die Ärsche immer schnell wegskippen, sodass dein Algorithmus irgendwann checkt, dass du nicht auf nackte Ärsche stehst. Ein solider Sprung, Herr Streamer! Ich finde die Ranken gerade nicht, wo waren die? Waren die nicht irgendwo hier? Oder waren die erst hier? Naja, sehen wir gleich. Ein sauberer Sprung! Und hey Steffi, was geht ab? Ich wünschte, meine TikTok-For-You-Page wäre auch unterhaltsam. Die besteht momentan auch nur aus Scheiße. Da hinten ist es. Ich hasse TikTok. Digga, du guckst dir dieselbe Scheiße auf einer anderen App an. Ob du auf Instagram die nackten Ärsche dir anschaust oder auf TikTok oder auf YouTube Shorts, es ist alles das Gleiche. Meine TikTok-Page ist voller Fake-Ebay-Gespräche. Junge, diese scheiß Ebay-Gespräche mit dem Minecraft im Gameplay, Mann, ne? Bin tot. Du hast mir gerade das dritte Auge geöffnet. Sharingan oder so, genau. Geiler Bogen, geiler Tod. Ich musste nach rechts. Minecraft-Gameplay, ja, ist immer so im Hintergrund immer irgend so ein Minecraft-Jump-Run-Gameplay und dann, damit halt keiner wegklickt, sondern sich fokussiert auf die Blöcke. Und dann läuft da irgend so ein scheiß Fake-Ebay-Gespräch, was dann noch mit AI gedubbt ist. Das waren 9000... Ruhen, ne? Die könnte man gebrauchen. Agumba! Bin ihm auf den Kopf gesprungen. Ich werde wahrscheinlich gleich beim Boss einmal sterben. Aber da ist eine Marika-Scheiße, oder? Bitte sag mich, ist eine Marika-Statue. Chat, hier ist keine Marika-Statue. Okay, ich muss das mit 5 jetzt machen. Okay. Oh, ich bin gerade auf Holy. Scheiße, die sind doch bestimmt
Die sind doch bestimmt, haben eine Resistenz gegen Holy, ne? Das sind doch so Clean Rod Knights, die sind doch von Gott gesegnet oder so. Der zweite steht auf. Der wird ja geheilt. Aber jetzt hören Sie doch auf. Er hört nicht auf. Als ob der zurückkam. Hab ihn. Okay, gut. Dann haben wir das. Ja. Ja, was mit dem scheiß Baum da unten? Ich muss nochmal kurz genau schauen, welcher Baum das von beiden ist. Elden Ring Tears. Wir brauchen das sind die DLC Tiers. Wir brauchen die hier. Oh. Welcher von den beiden Scheißbäumen ist es? Okay, das ist der Baum hier. Ja, ich gehe von hier oder so. Bin mir nicht sicher, wie ich da hinkomme. Der Einfachere gibt den Feuerbuff. Okay. Das freut mich, dass du das sagst. Ich habe nämlich keine Ahnung, wer von den beiden dann einfacher ist. Ich habe nicht Gedanken gemacht, ob einer von denen einfacher ist. Aber wenn du das sagst, fühlt sich schon mal gut an. Beide sind scheiße. Ja, das sowieso. Aber vielleicht mit Fernkampf, mit meinem Hammer aus der Entfernung, ist das vielleicht gar nicht so schlimm. Der ist ja schon hier. Ich bin auf Holy. Scheiße, ich hab vergessen, immer wieder mein Dingens zu wechseln. Naja, ich weiß nicht. Gut möglich, dass der resistent gegen heilig ist. Wir sehen es einfach. Wir sehen es einfach. Da sieht resistent aus. Ich müsste viel, viel mehr Damage machen. Also viel, viel mehr, aber ein bisschen mehr. Ich hab den Bonk bekommen.
Junge, wer ist der Pimmel da hinten? Er sieht schon ziemlich holy aus, was der macht, ne? Oh, das darf ich nicht. Aus Versehen R1 gedrückt. Diggi! Run, resetten. Scheiße, macht wieder Ding. Ich bin so dumm. Jetzt haben wir denselben Fehler gemacht. Da ist noch einer! Alles wiederholt sich einfach. Moin. Scheiße, 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 scheiße! Okay, jetzt reicht's aber auch. Ich bin voll im Angriff, ich bin tot. Oh man. Das lief aber echt gut. Ab einem Punkt hat er aber keinen Bock mehr zurückzulaufen. Ab einem Punkt dachte er sich, okay, ab geht's. Ich breche aus meinem Code heraus. Ich breche aus der Simulation heraus. Ich glaube, ich habe das falsche Element gemacht. So, gehen wir nochmal hin. Ich muss die andere Ash of War auch wechseln. Theoretisch habe ich ja jetzt zwei Ficker besiegt. Ne? Wir können theoretisch erst nach Lyndal. Wir können gleich theoretisch erstmal Draconic Tree Sentinel machen. Ich bin im falschen Menü. Die gute alte Elden Ring Simulation. Ja, die Simulation für ihn ist ja quasi. Also, das Spiel ist ja quasi für ihn eine Simulation. Er ist gefangen in seiner Programmierschleife. Und er hat es gerade geschafft, da zu entkommen. So! Zu früh gedrückt. Wo ist der dritte? Ich höre seine nackten Füße, aber ich sehe ihn nicht. Da. Ich habe gleich wirklich das ganze Set. Ich habe sogar die Waffe jetzt bekommen. So, okay. Jetzt nochmal. Zaki. 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 Zaki.
Zaki, Zaki, Zaki und Spin. Ja, das ist schon mal angenehmerer Damage. Okay, er macht auch einen angenehmen Damage. Und er macht seine Scheißfunken wieder! Boah, jetzt will er mich verarschen eigentlich. Willst du mich verarschen? Mein Buff ist gleich weg. Da ist noch einer von denen! War da nicht eine Marikas Statue? Bin ich zu weit weggelaufen? Kann ich ihn von oben bewerfen? Einfach von hier oben, Chat? Schade. Das wäre funny gewesen. Die haben gelernt. Er hat sich aber versteckt. Wie er schaut. Bruder, was ist los? Bist du gestolpert? Steh auf, Mann. Wir müssen doch aufpassen. Die Scheiße dumm. Die einfach nicht checken, dass ich die angreife. Okay, jetzt. Jetzt aber richtig. Boinki. Boinki? Weil meine Boinks kommen irgendwie nicht mehr, Chat. Ich höre keine Boinks. Oh, da sind sie. Scarlet Rod, 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 Rod. Scarlet Rod, 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 Rod. Scarlet Rody. Scarlet Rody. Scarlet Rody. Baum? Baum? Scheiße, er resettet. Ist er wieder full life? Nee. Er sucht mich. Überraschungsangriff. Keine Ausdauer verbraucht. Renn! Denselben Move nochmal von hinten. Sneak Attack.
Er macht irgendwo hinter dem Baum seinen scheiß Move wieder. Es hat fast geklappt mit dem zweiten Sneak Attack. Okay. So, da gesprungene Flammenschleierträne, Digga. Reicht das für ein Level Up? Ja, tatsächlich. Okay, lass uns Draconic Tree Sentinel machen. Ich habe immer noch kein Bonfire hier. Work smart, not hard. Ja, Feuer bringt uns leider jetzt hier nicht so viel. Da muss ich jetzt wieder wechseln. Weil der ist da resistant. Arzneimischung kann so bleiben. Wir brauchen keinen... Warte, Moment, was ist die grüne? Kurzzeitiger Ausdauerschub. Ja, Regeneration ist, denke ich mal, geiler. Okay. Leveln. Das ist noch ein Vigor-Level. Bisschen mehr Leben. Der andere Baumtyp gibt super viele Runen. Vielleicht solltest du den auch nochmal machen. Ja, vielleicht irgendwann mal anders, ne? Nicht jetzt. Ich bin kurz vom Level-Up. Sogar zwei noch, Mess. Und ich muss... Kann ich hier... Konnte man hier in dem Spiel was in Truhen legen? Ich hab's nie gemacht. Aber kann ich hier was in Truhen reinlegen? Ja, ne? So, und zwar... So. Dass ich dann nicht irgendwie im Menü lange suchen muss nach dem Skarabäus-Käfer. Dann direkt. Zack, zack. Boom, boom. Weil den muss ich in so letzter Sekunde des Kampfes ausrüsten. Dann kriegen wir 20% mehr Runen. Das wäre stark. Hätte ich jetzt auch schon bei dem Typen machen können, ne? Aber okay, gut. Der hat den, glaube ich, nur irgendwie 9000 oder so gegeben. Boah, nix war das! So, wo ist das verflixte Bonfire hier? Ja, brauchen wir eigentlich nicht. Ich mache ja jetzt eh den Boss weg. Dann brauchen wir hier kein Bonfire. Boah! Okay, ich verstehe, wieso die so einen Schrecksound machen. Fühle. Moin, Bruh. Junge, das sieht sehr, sehr unbequem aus, wie er zielt. So, okay. Zacki. 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 Und ab die Kacki. Hilfe! Der Bonk-Sound war für mich. Okay, wie machen wir den? Wo kann ich mich hinstellen, wo er nicht hinkommt und wo ich die ganze Zeit den Hammer werfen kann? Ja, mach doch mal!
Junge, zweite Phase wird so schrecklich. Erste Phase ist auch schon schrecklich. Moana. Einfach stärker als Radahn. Bonk. Boah! Okay, der ist mit dem Wurfhammer, ist das bisher, glaube ich, der schlimmste Bosskampf. Ich glaube, das ist bisher der schlimmste Bosskampf. Okay, Chat. Wir müssen seine Grenzen jetzt austesten. Jetzt wird's ekelhaft. Falsche Waffe. Jetzt wird ekelhaft gespielt. Ich hab's gesagt, jetzt wird ekelhaft gespielt. Als ob das One-Hit ist! Skill. Flandro, danke schön für 13 Monate. Ich dachte, die scheiß Blitze macht er erst in der zweiten Phase, Alter. Einfach pre-Nerf-Radan. Yo! Okay, ich hab's in Sweet Spot gefunden, Chat. Hallo, du darfst gar nicht hier hin. Hier sollte deine AI sagen, es ist Feierabend. Nein, er kommt! Baum? Scheiß Baum. Ich hasse Bäume. Können wir bitte alle Bäume niedermähen? Und überall Hochhäuser bauen? Nein! Blitz ist unfair! Scheiße.
Nein, 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 nein. Moin. Mann, Chat, der Blitz ist unfair. Wie dodgt man den? Geht gut, ne? Wie dodgt man dem Scheiß? Blitz? Undodgeable Mechanics. Miyazaki, lösch dich. Ja, was glaubst du, gucke ich auf seinen Pimmel oder was? Natürlich gucke ich auf den Arm. Trotzdem kriege ich es nicht hin. Ein bisschen Auto-Aim drin haben, ne? Eigentlich wirklich Pre-Nerf-Radar, Alter. Das ist mein Lieblingsstein. Das ist mein Lieblingsstein. Ich hasse diesen Stein. Da habe ich zu viel gestalkt. Waren Top 10 Steine in Elden Ring. Blitz, Blitz, ich sehe da Deschke! Wie soll ich den Arm sehen? Da ist ein Baum! Oh, er macht's doch mal! Er geht. Komm noch durch. Mein zweites staggert ihn immer. Ich komm nicht hoch. Was? Okay, hat auch gebongt.
gerade sagen, kann eigentlich irgendwas anderes außer einem Move, aber... Who am I to judge? Zu nah am Stein. Schlechter Gamer. Nein, das ist unfair. Ich bin gerade am Spin. Dieser Spam! Geht der AFK? Gecancelt. Er macht einen Doppeldieb. Bin dumm. Er ist dümmer. Bro! Ich hab keinen Trink mehr. Ich sehe seinen Arm nicht. Das war so schlecht. Die Panic Rolls. Aber es geht. Es wird immer besser. Ich lerne immer besser, mit dem Stein umzugehen. Erstmal, Fiedel, will ich Draconic Sentinel machen. Ich habe keine Ahnung, ob ich das Main Game durchspiele. Stein. Keine Ausdauer. Keine Ausdauer. Hey, hey. Der Stein kommt auf die Eins. Ich meine natürlich. Normale Steine. Auf die Eins. Warum bist du eigentlich halb nackt? Weil ich geil bin. Halt der Bonk Run, ne? Das ist ein Cosplay. Angezogen würde ich den Run gar nicht fühlen. Guck mal, ich kann voll coolen Feuerbälle schießen. Ich bin wahrscheinlich Chris Sentinel. Ich habe einen neuen Stein gefunden. Ich habe einen neuen Stein gefunden.
Was hattet ihr von den Steinen? Das ist auch stark, oder? Das darfst du nicht. Nein, ich bin unten. Ich muss schnell hoch. Er macht die Blitze. Ich bin gerade am Buffen. Also der Stein ist not bad. Ich muss aber nicht dodgen, wenn er schlägt, sondern halt springen. Ja, der Dödel in der Mitte ist ein bisschen irritierend, aber ich glaube, ich kann durch den Dödel durchwerfen. Durch den Dödel durchdödeln. Warum hast du dann noch ein T-Shirt an? Weil ich geile hängende Man-Boobs habe und die mir peinlich sind. Haha! Lol. Ansonsten wäre ich die ganze Zeit nackt. Gefährlich. Das ist unfair! Das ist mein Stein, such den anderen! Springen, springen, nicht dodgen, springen. Speicher es doch in deine kleine Birne ab. Was ist das? Was ist das? Das kommt nicht an meinem Stein vorbei. Ich bin runtergerutscht. Oh mein Gott. Der Spin geht so weit, ne? Ich bin gesprungen. Chat, ich bin gesprungen. Chat, ich bin gesprungen. Kann man das nicht mit Springen dodgen? Da muss ich vielleicht wegrennen. Hey, Sarah, was geht ab? Man Boobs Beste. Ja, mir geht's nicht um die Iframes, sondern das ist doch ein Bodenangriff. Müsste ich nicht in der Luft komplett unverwundbar sein? Das ist mein Stein.
Bob! Ich bin dumm, ich bin dumm, ich bin so dumm! Ich lebe! Schlechtes Timing. Ja, lieg halt dann noch bis morgen da! Schlag ein Zelt auf! Er liegt! Wäre schon geil, wenn wir noch vom Trash-TV schaffen. Der kommt, das ist unfair. Die ersten zwei Angriffe gehören mir. Das haben wir so vereinbart. Das war der Deal zwischen uns beiden. Drachenbaumwächter. Wo der Drachenbaum-Schummler, so, gegeben habe ich sie. Nein, was mache ich? Verklickt. Ich bin tot. Wie lange liegst du? Da geht der FK-Chat. Der gibt auf. Langsam aber sicher. Junge, wie lange er in der Luft mit dem Dreckshammer bleibt. Jo, was? Das war ein Traver?
Scheiße, ich bin runtergefallen. Ja, das ist eine Position, die gefällt mir. Bonk. Drachenbaumwächter, weißt du, wer ich bin? Ich bin Drachenbaumwächter Schlechter, Digga. So. Ich hab vergessen, den Käfer auszurüsten. Ja, ich war viel zu sehr im Hype drin. Was ist 20% von 50.000, Chat? Mir werden gleich genau 10.000 fehlen. Mir fehlen 16. Okay. Wir sind in Leindel. Simsalabim, saladu, saladim. Ach, Junge. Zehn, 16 Rundungsfehler. Ich glaube auch. Oh boy, oh boy, oh boy. Ja, Radahn haben wir jetzt noch. Ich könnte noch Radahn zurückgehen, nochmal ihn versuchen, jetzt wo ich ein bisschen mehr Leben habe. Einen neuen Talisman-Pouch habe. Können wir nochmal Radahn probieren, ne? Mit plus 3 Flaschen nach Leindel ist aber auch verrückt. Ja. Ja, das müssen wir auch noch machen eigentlich, ne? Sacred Tears einsammeln. Das müssen wir eigentlich auch noch machen. Ich habe noch ein paar rumliegen. Moin, grüß dich. Hast du gerade gesehen, wie ich den weggebonkt habe? Nein? Ich verstehe dich nicht. Ich höre nur bonk, 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 bonk. Was sagst du? Was? Was? Ich höre dich nicht! Okay. Und wenn wir Golden Godfrey besiegen... Dafür brauche ich Feuer. Dann haben wir 4 Talisman-Pouches. Dann können wir jetzt eigentlich den letzten Talisman holen. Das wird geil. So, okay, lass mal durchrennen. Ich glaube, in Leindel gibt es Golden Wow. Golden Wow. To the Wow, to the Wow. Weißt du jemand zufällig, wo das rumliegt? Nee, Golden Godfrey ist doch der nächste Boss. Dauert doch nicht so lange. Ouchi. Ganz woanders. War das nicht in Leindel? Wir haben auf jeden Fall in Leindel auch ein... den Schmiedestein, das Schmiedemesser für heilig. Golden Wow war in Gelmir? Oh, ich dachte, das war in Leindel. Nee, nee, nicht der richtige. Wie ging das hier nochmal?
Das hat gar nichts gebracht, der Weg, oder? Dass ich da reingelaufen bin? Oder? Doch, keine Ahnung. Vielleicht bin ich gerade einen Umweg gelaufen. Nee, das ist falsch. Erstmal kurz nochmal neu orientieren. Wie funktioniert nochmal Lionel? Ach, hier, so. Ich hab's wieder. Moin! Autsch. Gleich trifft er mich. Boah, der war knapp. Gleich Headshot. Tot. Robber! Runak? Runenarche! Boah, Margit wieder eine Katastrophe, ne? Ey, ich bin kurz vom Bonfire, chill. Ich glaube, Margit wieder eine Katastrophe. Zweite Phase, wenn er den ganze Zeit seinen Speer werfen wird. Und sein Speer wird er definitiv dreimal so schnell werfen, wie ich meinen Hammer werfe. Das wird schrecklich. Golden Godfrey sollte, denke ich mal, kein Problem sein. Der Hammer hat Waffenvorteil gegenüber Lanzen. Ja, leider nicht in Elden Ring. Wäre geil, wenn ich meinen Hammer spinne und werfe und der Hammer fliegt durch sein Astralspeer durch und durchbricht seinen Speer und dann ihm ins Gesicht. Und dann fliegt ihm so ein Zahn raus. Der Baum ist echt um einiges größer als der Shadow Tree, ne? Der ist echt riesig. So, hab ich mal kurz meine Ruhe hier? Ich glaube, das ist ein Nein. Ich habe vergessen, Golden Bow auszurüsten. Shit. Ich mache weniger Damage. Und kriege mehr Damage. Scheiße, ich hab's vergessen. Die Typen auf der Brücke, Alter. Wir machen mal von hier aus. Versuch mal kurz einmal nochmal ohne Golden Wall, damit ich nicht nochmal hochlaufen muss. Ja, der OST ist nice hier. That's true. Und ich muss in meine Flasche die Feuerverstärkung reinlegen. Der Bonk war für mich. Kann man den nicht staggern? Doch, konnte man, ne?
Also man konnte ihn auf jeden Fall reposten. Aber meine Würfe jucken den irgendwie gar nicht. Das macht mir ein bisschen Angst. Nicht für diesen Kampf, sondern für den späteren Kampf gegen ihn. Ja, wenn er nicht reagiert, Chat, dann macht das Bonken nicht mal Spaß. Jetzt zuckt nicht mal. Autschi. Ja, wir holen kurz Golden Wow nochmal für mehr Damage. Und die Physic Flask nochmal ändern. Wow! Ja, wie spricht man das denn sonst aus? Golden Wow? Foe? Golden View? So. Und dann noch die Fleisch. Golden Skibidi. Das gefällt mir besser. Jetzt ignoriert er mich. Sickerer Drip. Es geht. Wir sehen jetzt Füße. Bitte Jungs, lass mich buffen. Ihr Schwanzgesichtigen! Das war dumm. Okay, er reagiert nicht. Wow, was war das? War das ein cooler Sprung, Digga? Dodgen kann ich. Hat er auch eine Feuerresistenz? Bringt überhaupt diese Feuer... Feuer-Tier in der Physik-Flasche überhaupt... Flasch? In der Physik-Flasche überhaupt irgendwas für Flammenangriffe auf der Waffe? Ich habe nicht das Gefühl, dass ich mehr mache. Chill, 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 chill. Falsches Item. Ich habe kein Mana. So sieht das aus, wenn man das macht ohne Mana. Ich wollte es euch noch zeigen kurz. Die Axt! Ich habe sie gefangen. Ja, er trifft mich mit seinem Henkel, Digga.
Sein Wurf schon cooler als deiner. Ich bin aber auch kein Eldenfürst. Ich bin einfach nur ein Typ mit einem Hammer. Ist voll machbar. Sag Walla. Einhändig! Let's go! Ja, Mann, das ist die Animation ist so lange. In der Luft getroffen. Was sagt ihr dazu, hä? Mein Wurf ist doch ganz schön cool. Chill, 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 chill. Keine Ahnung, wieso das keinen Damage gemacht hat. Bibidi, bibidi, baba, bibidi, bibi. Ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht. Ja, da kann ich nicht mehr dodgen. Die Iframes von meiner Sprung, von meinem Sprung kommen sehr früh. Früher als der Sprung selbst. Starker Sprung, Herr Streamer! Boah, das war so geil, hätte ich ihn in der Luft getötet, ne? Also, er kriegt von mir null Bonkers. Der ist ja ziemlich unspaßig, Mann, zum Bonken. Also 0 von 10 Bonkers bekommt er. Hat wirklich. Der hat ja absolut keine Reaktion gemacht. Die Hammer sind einfach durch ihn durchgeflogen. Das war ja voll langweilig. Das war ja richtig langweilig. Ich hab den Skarabäus vergessen, Skarabäus. Zum Glück habe ich ihn geholt, ne? Wie viele Bonkers würde der Chat bekommen? Ich habe euch noch keinen Hammer ins Gesicht geworfen. Wir können mal PvP mal machen. Irgendwann muss ich wieder auf Damage gehen, ne? Aber für Fire Giant 40 Kraft wäre schon kraftvoll. Okay, lass mal kurz gucken, wie viel ich bei Marjatoni Damage mache. Den Bannhammer ins Gesicht werfen, ui. Und bestimmt kann ich doch irgendwo außerhalb von Mountaintops auch schon die nächsten Steine finden, oder? Bestimmt ein paar 6er, 7er Steine liegen doch irgendwo rum bestimmt, ne?
Kann man auch bestimmt machen. Dass ich da auch ein bisschen stärker bin, bevor ich wirklich Majatoni probiere zu machen. Kurz, Moment, kurz warten. Unfair. Gildet nicht. Der kann ja auch schießen. Sie. Aber meins böllert mehr, Digga. Bleib liegen, Alter. Scheiße, sie bleibt nicht liegen. Oh mein Gott, wir haben beide verkackt. Cooler Kampf. Unschuldigen Frauen Hammer ins Gesicht werfen. So grausam der Mann. Das ist halt meine Art. Von. Keine Ahnung, ich wollte irgendwas Cooles sagen. $4,000 brauche ich noch. Ein davon. Gewaltriss, ja, genau. 200 Runen. 200. So, reicht das? Ja, ich wurde komplett exposed. Scheiße. Ich habe jetzt einen Talisman-Plates. Wir müssen uns noch einen vierten Talisman holen. Ich habe mich noch nicht für den vierten Talisman entschieden, Chat. Der welcher Stamina erhöht? Meinst du? Ich habe jetzt schon auf dem Rücken etwas, was Stamina-Regeneration erhöht. Ich habe den Talisman der Stamina-Regeneration erhöht. Brauchen wir noch mehr Stamina? Damage ist solide. Und ich könnte eigentlich noch mit mehr gehen. So ein cooler Bosskampf. So ein schlechter Spieler. Der ist ja durch und durch geflogen. Junge, diese Sprintattacken. Manchmal probiere ich sie, ne? Mit der Hoffnung, dass sie vielleicht ein bisschen Damage machen. Ich mache aber null. Wie viele Skibidi Toilets hast du schon? Ne, die sind nur im DLC. Ich bin nicht im DLC. Das ist doch das Base Game. Da gibt's keine Skibidi Toilets. Und hey Felix, was geht ab? Ja. Ich könnte halt jetzt rumlaufen und das noch alles optimieren, aber ich wollte eh langsam jetzt aufhören. Es wird jetzt sich nicht mehr lohnen, rumzulaufen. Deshalb vielleicht zwei, drei Tries nochmal kurz probieren. Nein. Das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist, das Spiel durchzuspielen. Sein Hammer ist größer. Aber ich bin Gott im deutschen Dagger.
Dodgen ist unfair! Ein richtiger Gamer hätte bereits alles gebe die Tränen. Ja, beim nächsten Mal holen wir alles gebe die Tränen, okay? Okay, wir machen einen Try mit Runen, okay? Scheiße, falsche Taste. Jo, er springt direkt. Meine plus 3 Heilung ist so traurig, ne? Stuhl! Sorry, Margot, für den Stuhl. Margiatoni, fang den! Er duckt! Ich hab geduckt, ich wollte nicht ducken, ich hab zu fest den Stick reingedrückt. Ich dachte, vielleicht ist er doch ein bisschen länger inaktiv nach dem Speer. Ich bin so dumm, ich bin so dumm, ich bin so dumm! Ja, der ist easy. Der ist easy. Der ist easy. Aber den mache ich heute nicht mehr. Der ist easy. Können wir noch irgendjemand anderen klatschen? Falling Star Beast? Oh, halt deine Schnauze! noch Radan? Ja, nächste Woche. Diese Woche leider keine Zeit mehr für Elden Ring. Morgen ist Isaac. Freitag Horror. Samstag machen wir GTA 5. GTA 5. Sonntag Final Fantasy. Und dann halt erst nächste Woche wieder. Champions! Bumble Bumble! The festival is nigh! The festival.
Vielleicht Samstag, wenn ich schnell durch bin. Ich wollte Samstag einen GTA 5 Run machen. Einfach ein Run. GTA 5 spielen mit Voice Commands, die wir hier im Stream zusammen bestimmen. Und ich versuche, von einem bestimmten Punkt zu einem anderen bestimmten Punkt zu fahren. Ohne dabei halt Unfälle zu bauen. Weil wenn ich einen Unfall baue, dann explodiere ich. Und ja. Wenn das doch vielleicht einfacher ist, als ich gedacht habe, und ich damit recht schnell durch bin, dann können wir theoretisch noch Elden Ring ein bisschen machen. Aber... Oh, ein Sechser! Challenges, die ich mache, die sind immer eigentlich zu schwer für mich. Ganze Zeit Penis sagen. Nee, Penis kann ich nicht die ganze Zeit sagen. Wenn wir irgendwie einen... Weil wenn das lustig wird, könnte ich das theoretisch daraus irgendwie so ein cooles YouTube-Video machen, aber... Das ist ja dann schwierig, wenn ich die ganze Zeit Penis, Penis, Pimmel, 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 Arschloch, Arschloch sage. Wir müssen humane Wörter benutzen, okay? Genau, Beatbox-Geräusche. Das wird bestimmt das Gerät als Wörter erkennen. Ente muss rein, ja. Wow! 4D. Chat, wieso macht er jetzt? Wieso ist die KI nicht gebreakt? Ich hasse Videospiele. Wieso funktionieren Glitches nicht? Chat, wieso funktionieren Glitches nicht? Was soll das? Wurst! Wieso macht ihr das aus der Entfernung? Junge, gleich holt ihr den Bogen hier aus dieser Entfernung raus. Ich hab gezabbert. So ein geiler Typ, ne? Ich würde ihn als Gemahl nehmen. Hey, chill. Falsche Richtung gedodged. Das fährt der neue Kind. So funktioniert das nicht. Wenn ich eine Person heirate, die ein Pferd hat, dann ist das Pferd nicht mein Kind, sondern unser Haustier. Menschen gebären keine Pferde, Ace. Jetzt schon. Nice try. Ja, ich habe anfangs das so gut hinbekommen, die KI zu brechen. Und danach hat es nicht mehr funktioniert. Danach habe ich Dashke Guide mir angehört. Und seitdem funktioniert es nicht mehr.
Digga, jetzt hol doch dein scheiß Schwert raus. Du willst mich doch verarschen. Du dummer alter Mann. Alles, was die Melania angetan hat, hast du verdient. Meine +3-Flask, die scheißen komplett rein, ne? Wieso hast du wenig Damage gemacht? Ins Wasser. Das war nicht das, was ich erwartet habe. Da kommt noch einer! Mama! Mama! Ja, den machen wir auch easy beim nächsten Mal, Chat. Dann habe ich bessere Heilung. Meine Waffe ist vielleicht ein bisschen stärker. Und dann Yalla Abfahrt. Bonk, bing, bonk. Oder wie man auch sagt. Und dann liegt er. Ganz einfach. Einmal machen wir noch. Nächstes Mal seelisch stärker. Ich bin seelisch gerade unverwundbar. Und dann holen wir ja noch einen vierten Talisman, der dann auch noch irgendwie dazu beiträgt, als einfach nur mehr Runen zu haben. Und dann wird geböllert. Digga, als wäre Silvester zu einer Zeit, wo keiner Haustiere hatte und alle noch Weltverschmutzung geliebt haben. Jetzt hat's funktioniert. Lashara! War auf jeden Fall ein ziemlich guter Zeitpunkt zum Heilen. Ich muss doch hinter ihm, ich bin so dumm! Keine Ausdauer. Pew!
Ich bin Radahn. Ich habe ein kleines Pferd, um meinen riesigen Schwanz zu kompensieren. Arschloch. Ja, machen wir beim nächsten Mal. Könnt ihr noch erinnern, Chat, als ich den Consumables Only Speedrun oder Pot Only Speedrun gemacht habe, da war das viel schwieriger. Ich habe da Radahn nur mit Magma Pots gemacht. Mit Magma Pots und irgendwelchen komischen Wurf-Dart-Pfeilen aus Gift oder so. Das war schwieriger. Das hier ist Kindergarten, ja. Das ist Ausflug mit dem Kindergarten in den Wald. Ja. Kann gefährlich werden, wenn dann irgendwie der Bär kommt oder so. Keine Ahnung, worauf ich hinaus wollte mit der Metapher, aber ja, ich gehe schnell pinkeln, Leute. Und dann Trash-TV.